Hallo mein Kirchhain und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich in Kirchhain. Ja, in dieser Serie geht es darum, dass ich mich mit Kirchhainer Persönlichkeiten unterhalte oder mit Personen, die unser Leben hier in Kirchhain maßgeblich beeinflussen. Und wir haben heute zu Gast wen? Uwe Pöppler, Fraktionsvorsitzender CDU von Kirchhain. Ja, damit hast du vielen Dank und herzlich willkommen erstmal. Damit, hallo. Ja, wir können auch Händchen geben. Mama, alles gut. Und damit hast du eigentlich auch schon gleich die Funktion erklärt, warum ich dich heute hier sitzen habe. Du bist nämlich Fraktionsvorsitzende bei der CDU. Genau. Hier in Kirchhain und machst dementsprechend Kommunalpolitik erstmal, ja, auf Kirchhain bezogen. So ist das, ja. Sprechen wir erstmal über dich als Kirchhainer. Seit wann bist du denn Kirchhainer? 3 Tage nach der Geburt. Also ich war nur in der Elisabeth-Klinik quasi zur Geburt und seitdem in Kirchhain. Also bist quasi noch gebürtiger Marburger, nicht Werder, gell? Gebürtiger Marburger, genau. Ja. Aber wie gesagt, dann nach 3 Tagen hier. Ja. Wir haben ja eben gerade schon, und für alle, die sich nochmal anschauen wollen, haben wir ja schon ein bisschen über dich und deine Person gesprochen. Das heißt, das ist ein Teil, den ich jetzt mal überspringen werde. Aber ihr könnt euch natürlich das persönliche Gespräch nochmal, wo ich mich ein bisschen mit Uwe unterhalte, anschauen. Und zwar in unserem Kandidatencheck zur Landratswahl. Denn du bist ja auch Landratskandidat. Genau. Jetzt aber geht es natürlich mehr um Kirchhain als solches, weniger um den Landkreis, sondern wir reden hier über Kirchhain. Und da gleich mal zu Beginn, es gibt ja, und ich versehe ja immer gerne am Ende meiner Beiträge, das Ganze mit so einem Logo: Kirchhain, hier schlägt mein Herz. Was würdest du denn sagen, warum schlägt dein Herz in oder besser gesagt für Kirchhain? Ja, also gut, ich lebe hier mein ganzes Leben, wie gesagt, bis auf die 3 Tage ganz am Anfang. Ich bin hier groß geworden, meine Eltern hatten hier einen Kaffee, meine Großeltern hatten hier eine Kranzbinderei. Ich habe von frühester Kindheit an mit den Menschen hier in der Stadt Kontakt gehabt. Ich habe hier ein Haus gebaut, meine Kinder sind hier, leben hier. Mhm. Kirchhain ist keine einfache, aber eine liebenswerte Stadt. es gibt reichlich zu tun, deswegen bin ich auch in die Kommunalpolitik gegangen, weil ich was für die Menschen hier in Kirchhain erreichen möchte. Und ja, ich lebe gern hier. Es ist wirklich eine bunte, persönliche, man kennt sich untereinander, Stadt. Sie ist nicht zu groß, nicht zu klein, sehr angenehm zu leben. Ja, mal in die Richtung gefragt, du arbeitest ja in Marburg auf dem Landratsamt. Ja. Warum hat sich eigentlich für dich nie die Frage gestellt, nach Marburg zu ziehen beispielsweise? Naja, weil Marburg ist ja auch eine schöne Stadt. Marburg ist auch eine sehr schöne Stadt, natürlich. Ich bin ja der Typ für eine nicht zu große Stadt. Mhm. Wie gesagt, ich kenne hier die Menschen sehr gut. Meine Kinder leben hier. Das ist der Bezug. Ja. Man ist hier geboren. Von daher, Kirchhain ist die Stadt, an der mein Herz hängt. Ganz einfach. Deine Eltern, sagtest du, hatten einen Café in Kirchhain? Meine Eltern hatten einen Café, ja. Kann das sein, dass das Ältere noch kennen? Das kennen ältere Kirchhainer? Die kennen das bestimmt noch, das Café Wolf in Kirchhain. Das ist Borntor, Borngasse, neben dem Friseur Mangold. Ja. Und ja, wie gesagt, hieß Café Wolf. Und da war ich die ersten, muss ich kurz überlegen, 9 Lebensjahre quasi aktiv im Geschäft sozusagen, ja, in unterschiedlichen Größen. Da kann ich ja gleich mal direkt anknüpfen. Was hältst du denn aktuell von der Gastronomie und dem Kaffeeangebot in Kirchhain? Oh, das ist ja eine ganz schwierige Frage. Also, du kommst ja jetzt quasi so ein bisschen vom Fach. Ja, tatsächlich, so ein bisschen in der Gastronomie kenne ich mich aus. Ja. Es ist nicht nur über meine Eltern. Ja, wie ist das Angebot? Für eine Stadt wie Kirchhain ist es relativ groß. Also Kirchhain wird ja auch gerne mal so bezeichnet, es gibt viel zu essen, aber wenig zum Einkaufen. Mhm. Aber es ist natürlich das, was letztendlich hier von den Menschen abverlangt wird. Ja, also wenn die Leute nach Kirchhain kommen, um eben sich ins Kaffee zu setzen, um Bäckereien zu besuchen, um Gaststätten zu besuchen,
dann ist es auch das, was der Markt anbietet. Mhm. Ganz einfach ist manchmal die Welt. Aber wir haben hier ein sehr gutes Angebot für ein Mittelzentrum. Ja. Und man kann hier in Kirchhain selbst und wenn man die Stadtteile noch dazu nimmt mit den vielen Regionalvermarktern, die hier auch in der örtlichen Strukturen eingebunden sind, alles das kaufen, was für das alltägliche Leben und darüber hinaus notwendig ist. Mhm. Von daher haben wir mit einer guten Ärzteversorgung alles das, was man tatsächlich braucht. Da wären andere Gemeinden froh, wenn sie nur einen Teil davon hätten. Du hast uns ja vorhin im Kandidatencheck schon ein bisschen was gesagt. Wie verbringst du denn normalerweise so oder am liebsten deine Freizeit in Kirchhain? Also mein Hobby, die Kommunalpolitik, das ist nimmt schon reichlich Zeit in Anspruch. Fraktionsvorsitzende sind gut ausgelastet. Ich bin sportlich aktiv, das heißt, ich jogge sehr gerne, ich fahre Fahrrad, im Winter fahre ich Ski, aber das funktioniert in Kirchhain nicht so gut, dafür muss man ein bisschen weiterfahren. Höchstens auf der Hangelburg. Ja, da muss es aber eine Zeit lang geschneit haben, kam die letzten Jahre so nicht mehr vor. Ich gehe gerne unter Menschen. Wir haben, wie gesagt, ein recht gutes Gastronomieangebot, wo man auch hingehen kann, sich treffen kann und sich unterhalten kann mit den Menschen. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Ja, so. Jo. Gibt es denn neben deinem Ehrenamt als Fraktionsvorsitzender und Kommunalpolitiker noch andere ehrenamtliche Tätigkeiten, die du ausübst? Ich bin Sprecher oder einer der Sprecher von den passiven Mitgliedern in der Feuerwehr. Mhm. Das ist, ja, da ist die Feuerwehr auf mich zugekommen, die passiven Mitglieder sind auf mich zugekommen. Ja. Und klingt immer komisch, Sprecher von den passiven Mitgliedern. Naja, es gibt ja diesen Förderverein der Feuerwehren. Ja, ja. Und Gott sei Dank ist Feuerwehr ist nicht nur in Anführungsstrichen der aktive Teil, sondern es sind auch viele Anschaffungen, die notwendig sind, die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht hergeben, aber die trotzdem sinnvoll sind. Mhm. Und dafür sind Fördervereine da, die sind dann nützlich, die können unterstützen, die können auch bei den Feierlichkeiten mit unterstützen. Und natürlich sind die ehrenamtlichen, passiven Mitglieder wichtige Unterstützer und die wollen natürlich auch mitreden, ja, wenn es darum geht, wer wofür wird was angeschafft. Sprechen wir ihr Vertrauen aus und schon bin ich im Spiel. Ja. War es für dich auch schon mal eine Frage, vielleicht aktives Feuerwehrmitglied zu werden, irgendwann in der Vergangenheit? Oder hat sich die Frage nie so wirklich gestellt? Das hat sich im Ergebnis nicht wirklich gestellt, weil ich berufsbedingt als Jugendsozialamtsleiter und auch für die Betreuungsangebote an Grundschulen viel unterwegs bin, auch viel außerhalb des Landkreises unterwegs bin. Ich bin auch Sprecher der Hessischen Sozialamtsleitung. Ja. Und das heißt, ich bin hessenweit unterwegs. Und von daher wäre ich dann in Anführungsstrichen aktives Mitglied gewesen, ohne aktiv sein zu können. Mhm. Ja, und das macht dann wenig Sinn. Und von daher war unterm Strich der Beruf der Schwerpunkt in der Geschichte. Ja. Okay. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du neben deiner aktuellen Landratskandidatur, man wird ja wahrscheinlich, wenn der Beitrag ausgestrahlt ist, sehen wir das Ergebnis, wie es aussieht. Wenn es nach dem 8. oder 22. ausgestrahlt wird, dann wissen die Wählerinnen und Wähler genau, wann sie den Film sehen. Jetzt stellt sich die Frage für mich natürlich, da du ja eben auch in der Kommunalpolitik tätig bist und eben auch Fraktionsvorsitzender der CDU bist, wenn du jetzt gewählt werden würdest, würdest du dann auch weiterhin noch in der Kommunalpolitik tätig sein und auch als Fraktionsvorsitzender? Also in der Kommunalpolitik sicherlich dann auf Landkreisebene als Fraktionsvorsitzender und im Kirchhainer Parlament geht es meiner Ansicht nach nicht, weil Landrat bedeutet auch Finanzaufsicht, Kommunalaufsicht für einen Bürgermeister, für einen
Parlament zu sein und man kann nicht als Aufsicht tätig sein und gleichzeitig quasi Entscheidungen mittreffen. Das wäre kein demokratischer Vorgang. Das heißt also, wer dich gerne hier in der Stadtverordnetenversammlung behalten möchte, sollte die Daumen dafür drücken, dass du kein Landrat wirst. So würde ich es nicht ausdrücken, dann müssten alle SPDler ja mich wählen, damit sie mich loswerden. Zumindest die Kirchheiner. Zumindest die Kirchheiner. Nein, ich glaube, es gibt unterschiedliche Tätigkeiten. Natürlich kann man als Fraktionsvorsitzender für Kirchheim was erreichen und als Landrat für den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Und dann haben auch wieder Kirchheiner was davon. Mhm. Also von daher, ich glaube, letztendlich muss man sich für Menschen einsetzen und nicht nur den Gedanken daran festmachen, wer macht was, warum. Mhm. Und wir haben in der CDU genügend geeignete Leute, die dann auch meine Position als Fraktionsvorsitzende übernehmen können. Okay, also das Ganze ist dann nicht kopflos? Niemals. Bevor ich Entscheidungen treffe, bevor ich Tätigkeiten wahrnehme, Aufgaben übernehme, denke ich immer gründlich darüber nach, wie geht es weiter, wer macht was, warum. Ja. Was hat dich denn ursprünglich eigentlich dazu bewogen, Politik in Kirchheim zu machen? Was hat mich bewogen? Also, es gab eine lange Phase einer Regierung, ich nenne es mal neutral an der Stelle, wo man den Eindruck hatte, in Kirchheim ist Stillstand entstanden. Mhm. Ja, die Kanalisation war marode, die Straßen waren noch schlechter, die Haushaltslage war hoch verschuldet. Dann haben die Bürgerinnen und Bürger einen neuen Bürgermeister gewählt und es hat sich eine neue Koalition gebildet. Mhm. Und da hatte auch ich tatsächlich den Eindruck, okay, jetzt kann man wieder was bewegen. Jetzt ist der Wille da, Kirchheim wieder voranzubringen und nicht nur zu blockieren und zu begrenzen. Und da ich, wie gesagt, zwei Kinder habe, für die ich auch eine Zukunft in Kirchheim gestalten will. Ich wollte nichts und ich will es bis heute nicht, Schulden auf die nächste Generation abwälzen. Mhm. Ja, da unterscheide ich mich auch grundlegend mit der Politik der CDU von anderen Parteien, sondern es muss immer auch generationengerecht zugehen. Das heißt, nicht die jetzige Generation lebt auf Kosten derer, die da kommen. Das gilt für die Finanzen genauso wie die Umwelt. Ja, wir müssen im Prinzip generationenneutral, um mal ein Wort zu prägen an der Stelle, unsere Entscheidungen treffen. Das heißt, du bist jetzt quasi seit wann kommunalpolitisch aktiv? 2010 bin ich in die CDU eingetreten und 2011 dann in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. Das heißt also quasi, um dich dann in die Liste aufstellen zu lassen, bist du in die CDU eingetreten. Oder? Ne, ich hatte mir schon die Programme und die Ziele und auch die Menschen, ich sage jetzt mal, in dem aktiven politischen Umfeld angeschaut. Und es war dann relativ schnell für mich klar, dass im Ergebnis nur die CDU als die Partei in Frage kommt, die meine Interessen am weitesten vertritt. Und wo ich auch die Ideen und meine Anregungen letztendlich am besten einbringen konnte. Ja, jetzt kommst du ja quasi nicht so aus diesem klassischen Parteispektrum, wo man sagt, jetzt mal in der Jugendzeit ist er in die Junge Union eingetreten und dann ging es in der Kommunalpolitik gleich weiter und so weiter. Sondern du warst ja auch schon ein paar Jährchen älter damals. Ich meine, 50 Jahre jung bin ich im Moment. Genau, ja. Also warst du damals so ungefähr wie ich heute in meinem Alter. Ja. Ja. Gab es damals eigentlich noch die unabhängigen Wähler in Kirchheim zu der Zeit? Die waren schon weg. Also als ich gekommen bin, waren sie schon weg. Also von daher wäre das auch keine Option gewesen. Ich sage jetzt mal in eine unabhängige Liste oder sowas. Nee, also es gab damals keine unabhängige Liste und es ist auch schwierig und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es der richtige Weg ist, weil das führt zu einem Vielparteiensystem und zersplittert die Gesellschaft nur. Ich finde eher, dass man auch innerhalb von Parteien Strukturen verändern kann, neue Ideen einbringen kann und von daher
war es für mich keine Option, jetzt zu sagen, ich gründe eine eigene Partei oder eine eigene Wählergruppe. Mhm. Gibt es irgendwie so eine Art Leitbild, dem du folgst bei der Kommunalpolitik? Also irgend sowas, wo du sagst, das ist so mein übergeordnetes Ziel. Also hast ja eben gerade schon deine Kinder erwähnt. Und ja, also kein Hinterlassen von Schulden. Ja, wie gesagt, es geht nicht nur um finanzielle Schulden. Für mich geht es auch darum, eine Generationengerechtigkeit über alle Themen darzulegen. Also es kann nicht sein, wie gesagt, bezogen auf die Umwelt, dass wir jetzt eine Umwelt hinterlassen, die zukünftig nicht lebensfähig ist. Ja. Es kann nicht sein, dass wir Ungerechtigkeiten jetzt entscheiden, die andere auszubaden haben. Und da gehören natürlich meine Kinder dazu, weil die in der künftigen Welt leben müssen, die ihre, sollten sie Kinder haben, ihre Kinder da großziehen. Und ich möchte nicht nur für meine Kinder, aber auch für die Gesellschaft Rahmenbedingungen mitgestalten, dass ich ruhigen Gewissens für mich sagen kann, ich habe zumindest versucht, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Und in meiner Welt als Kommunalpolitiker in Kirchheim gehört das eben auch dazu. Jetzt hast du ja eben gerade Kommunalpolitik auch so als eins deiner Hobbys bezeichnet. Also scheint dir ja offensichtlich Spaß zu machen. Ja. Gibt es da Sachen, die dir ganz besonders viel Spaß machen? Naja, ganz besonders viel Spaß sind natürlich dann Themenfelder, wo man auch ein aktives Ergebnis sieht. Mhm. Also wenn es darum geht, im Wettbewerb der Argumente zu kämpfen, zu überzeugen, anzuregen, mit den Betroffenen zu sprechen, ja, um den besten Weg zu finden. Und wenn das dann gelingt und man den Erfolg sieht, dann macht das natürlich Spaß. Ja. Und der Kontakt zu Menschen macht mir schon immer Spaß. Ich höre zu. Ich nehme Anregungen auf. Ich hinterfrage, wo ist der tiefere Sinn dahinter? Weil viele Sachen werden manchmal zwar emotional rausgehauen. Ja. Ja, und man muss dann nochmal gucken, was ist denn der eigentliche Sinn dahinter? Mhm. Und ja, wenn man da Gestaltungen und Verbesserungen hinbekommt, sich auch darum streiten kann im positiven Sinne, was der richtige Weg sein könnte, dann macht das Spaß. Jetzt hat ja jeder so ein bisschen auch so seinen Antrieb, also ich kenne das jetzt zumindest auch schon so ein bisschen von meiner Arbeit, da ist natürlich das Lob immer wieder eine tolle Sache, oder wenn man merkt, da draußen ist zum Beispiel jemand, der sich ein bisschen einbringt und beteiligt und auch Feedback gibt, was spornt dich denn ganz konkret an in deine Arbeit, da noch mehr reinzustecken oder beziehungsweise die Sache am Laufen zu halten? Also was ist so deine Motivationshilfe in der Kommunalpolitik? Also gut, das Grundziel, meinen Kindern, den Menschen ein gutes Umfeld zu schaffen, in dem es sich lohnt, glücklich und zufrieden zu leben, das ist mein persönlicher Antrieb. Selbstverständlich finde auch ich es besser, gelobt zu werden, als kritisiert zu werden. Aber was mir auch wichtig ist, ist deutlich zu machen, eine ehrliche Kritik, auch an meiner Person oder an meinem Verhalten, ist mir wesentlich lieber als ein geheucheltes Lob. Von daher, das ist nichts, wovon ich wachse, ja, in den Strukturen. Und von daher, ja, so. Was würdest du sagen, um mal auf das Gegenteil zu sprechen kommen, was dich eher bremst oder frustriert? Jetzt auch speziell in der Kommunalpolitik? Ja, dass es in zu vielen Feldern parteipolitische Spielchen gibt. Mhm. Also was weiß ich, Anträge, die irgendwie zentral geschrieben werden, und dann werden sie plötzlich, tauchen sie in vielen Stadtparlamenten auf, die gar keinen Bezug haben zu der Stadt, zu der Gemeinde. Das finde ich ja ärgerlich, auch nicht ehrlich. Ja. Das ist also nicht meine Art von Einstehen für die Menschen. Mhm. Man muss da auch Kompromisse schließen, das ist keine Frage. Aber gerade in den Städten und Gemeinden in einer Größenordnung wie Kirchheim, da ist
die Parteienstruktur dann eh schwierig, weil ja. Hier geht es um die Sache und die sollte man diskutieren. Ja, wie würdest du denn parteiübergreifend so die Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen beurteilen hier im Stadtparlament? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass in den städtischen Parlamenten diese Parteiausrichtung eine schwierige Situation ist. Da spielt dann oft Bundes- und Landespolitik rein, Europapolitik. Und da versuchen manche Leute dann Linien zu halten, die in der Kommunalpolitik so gar nicht zu halten sind. Die Zusammenarbeit ist, wenn man die Leute aus anderen Parteien persönlich trifft, auf einem kleineren Rahmen, nicht im öffentlichen Raum, deutlich entspannter. Schwierig wird es dann immer, wie gesagt, wenn Parteiinteressen mit einer Rolle spielen, Darstellungsinteressen eine Rolle spielen. Das finde ich schwierig. Gut, aber ansonsten ist es im Großen und Ganzen eine gute Zusammenarbeit. Was war denn so für dich das schönste Erlebnis oder der größte Erfolg in der Kommunalpolitik bisher? Ich meine, du hast ja jetzt schon 9 Jahre mitgemacht. Das spannendste Phase, wo ich am Anfang auch kritisch gegenüberstand, das muss ich ganz klar und fairerweise sagen, war der sogenannte Rettungsschirm. Mhm. Der hat sich aber für die Stadt Kirchhain als gut erwiesen. Wir haben viele Entscheidungen getroffen, wir haben Entschuldungen herbeigeführt, die jetzt die Möglichkeit schaffen, wieder handlungsfähiger zu sein. Da war auch die Zusammenarbeit in unserer Koalition damals, die wir hatten mit dem Bürgermeister, eine wirklich gute. Ja, das war damals CDU, Grüne und FDP, gell? Genau, und trotz dieser schwierigen finanziellen Lage ist es gelungen, das Bürgerhaus umzubauen, Wohnungen mitten in der Stadt zu schaffen, das Bürgerhaus zu erhalten. Da wollten andere es abreißen. Wir haben da für Kirchhain selbst was Großes geschaffen. Davon bin ich schon von überzeugt. Nicht groß wegen dem Gebäude, sondern es ist stadtraumnaher Wohnraum entstanden. Und wie gesagt, haben wir ein Gebäude saniert. Das war schon eine sehr gute Leistung. Wir haben die Kindergärten energetisch sanieren können. Mit den Geldern haben die Rahmenbedingungen für die Kinder verbessert. Das ist auch ein großer Erfolg der damaligen Koalition, weil es auch dazu gehört, natürlich Gelder einzuwerben beim Bund, beim Land und da dafür zu kämpfen, was für Kirchhain zu erreichen. So, das hat wirklich Spaß gemacht, das mitzuerleben. Gerade zu dem Bürgerhaus, da gab es ja am Anfang auch so ein bisschen die Befürchtung, ja, Bürgerhaus, da wird viel gefeiert, da ist viel Lärm. Hast du da hinterher nochmal irgendwie ein Feedback bekommen, wie das Zusammenleben, ich sag mal, der feierten Leute unten und der wohnenden Leute oben, wie das funktioniert hat? Hat sich das Konzept da bewährt? Also aus meiner Sicht hat sich sehr bewährt. Die Menschen, die in diese Wohnung einziehen, wissen zum einen, wo sie einziehen. Also man kann nicht an eine Straße ziehen beispielsweise und sich wundern, dass Verkehr drüber fährt. Ja. Und wenn man eine Wohnung über ein Bürgerhaus hat, muss man natürlich auch damit rechnen, wenn mal eine Feierlichkeit ist, dass es lauter zugeht. Aber das hält sich alles im Rahmen. Also die Feste und Feiern, die in der Innenstadt stattfinden, was weiß ich, ob es der Martinsmarkt ist, ob es der Neujahrsmarkt ist, ob es Karneval. Der Karneval ist, das sind zeitlich begrenzte Feiern. Ja, und da hat jeder, glaube ich, Verständnis für, so ist meine Wahrnehmung zumindest. Und ich habe auch nicht gehört, dass jetzt irgendeiner sich beschwert, anfängt zu klagen oder dass das Bürgerhaus schließen sollte oder sonst irgendwas. Ja, du hast es gerade schon erwähnt und wie gesagt, im Vorgespräch hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. 2016 habt ihr ja letzten Endes die Mehrheit verloren in der Stadtverordnetenversammlung. Ja. Wie war das denn damals eigentlich? Ich meine, große Koalition gibt es auf vielen Ebenen, ob auf Länder- oder Bundesebene. Warum habt ihr das damals auf Kommunalebene eigentlich nicht gemacht? Grundsätzlich
bin ich der Meinung, dass eine große Koalition immer die schlechteste Form der Koalition ist. Das gilt sowohl für die kommunale Ebene als auch Bund und Land. Das muss immer ein Ausnahmefall bleiben. Und die Bürgerinnen und Bürger haben damals entschieden, dass sie von der Koalition, die damals eine Regierung gebildet hatte, einen Wechsel wollten. Und das muss man dann auch akzeptieren. Ja. Mhm. Und ich hatte damals, es gab ja dann auch Gespräche mit den Parteien, damals angeboten für die CDU, dass wir mit wechselnden Mehrheiten arbeiten und tatsächlich schauen, wo kriegen wir die besten Themen, die besten Argumente. Das passt auch mit dem, was ich eben erzählt hatte, was auf kommunaler Ebene Sinn macht. Da ist diese Parteienstruktur schwierig. Aber die SPD, der Bürgermeister Olaf Hausmann, die haben sich dafür entschieden, eine Koalition mit den Linken einzugehen, haben die Grünen aus dem Magistrat geworfen. Und das ist nicht meine Art von politischem Verständnis und politischer Führung. Mhm. Aber SPD und die Linken haben sich dazu entschlossen, keine Koalition, wie sie sagen, sondern nur eine Zählgemeinschaft einzugehen. Wobei für den geneigten Bürger draußen ist das, glaube ich, kein Unterschied, sondern nur ein anderer Begriff. Mhm. Und wie gesagt, wechselnde Mehrheiten waren nicht gewünscht. Und Koalition haben wir von der CDU, was die Große Koalition angeht, klar ausgeschlossen. Was hältst du denn grundsätzlich so von wechselnden Mehrheiten? Dass man also sagt, jetzt egal, ob ihr jetzt als CDU oder eben die SPD, wenn man jetzt die meisten Stimmen bekommen hat, dass man sagt, wir verlassen uns mal mehr darauf, dass wir vielleicht mit Argumenten überzeugen und Mehrheiten finden. Was hältst du grundsätzlich von diesem Gedanken? Anstatt jetzt gerade auf Kommunalebene Koalitionen einzugehen. Naja, ich sagte ja eben, gerade auf kommunaler Ebene halte ich es für richtig. Und ganz früher war es ja auch so, da haben die Parteien auf den kommunalen Ebenen noch gar keine Rolle gespielt. Mhm. Auf den Ortsteilen bildet man auch eher Listen und sucht sich da Bürger raus, die wo die Menschen eben das Vertrauen haben, dass die geeignet sind. Man hat ja dann auch versucht, mit dem Kumulieren und Panagieren die Gesetzeslage so weit zu verändern, dass da mehr nach den Menschen geschaut wird und nicht so sehr nach den Parteien. Hat das Verfahren aber sehr kompliziert gemacht. Ist für den Wähler auch nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Und wenn sich die Landes- und Bundespolitik aus der kommunalpolitischen Entscheidung konkret ein Stück weit raushält, ist das nicht das Verkehrteste. Mhm. Jamaika-Koalition, so gesehen, gab es ja damals eben im Grunde durch die Wahl von Jochen Kirchner, hat sich ja auch damals eben die Mehrheit verändert in der Stadtverordnetenversammlung. Wie hat das eigentlich so funktioniert? Oder kannst du da jetzt noch nicht so viel drüber sagen? War das vor deiner Zeit? Es war ja eine Legislaturperiode letztendlich, die ich da aktiv dann Fraktionsvorsitzender war. Das hat gut funktioniert. Also die Fraktionsvorsitzenden, die handelnden Akteure, die kamen persönlich miteinander gut zurecht. Mhm. Es war immer eine Diskussion um die Sache, um Ziele für Kirchheim zu erreichen, und wir haben aus meiner Sicht sehr gut zusammengearbeitet, haben auch schwierige Themen besprochen. Es war ja die Phase der Weltwirtschaftskrise, wo Geld knapp war und trotzdem Entscheidungen getroffen werden sollten. Wir mussten auch Entscheidungen treffen, die so einem Bürger nur schwer zu vermitteln waren. Ja. Wenn natürlich reichlich Geld da ist, hat man es da an der politischen Ebene auch leichter zu sagen, na, dann machen wir das auch noch. Mhm. Wenn die Wirtschaft schlecht läuft und das Geld knapp ist, dann muss man einteilen, entscheiden tatsächlich. Und dann bleiben auch immer welche da, die sagen, das hätte mir jetzt aber eine andere Entscheidung, hätte mir besser gefallen. Aber wie gesagt, die Zusammenarbeit war gut. Mhm. Und es war eine interessante, spannende und auch für Kirchhain, glaube ich, gute Zeit. Mhm. Du hast eben gerade den Magistrat kurz angesprochen gehabt.
Ich denke, da wäre vielleicht ganz gut mal ein Punkt anzusetzen. Was ist denn überhaupt der Magistrat für alle die, die sich kommunalpolitisch überhaupt nicht auskennen? Der Magistrat ist letztendlich eine Gruppe, die die Verwaltungsentscheidung trifft. Das Parlament entscheidet, welche Themen gemacht werden sollen, bedient werden sollen, wie viel Geld es dafür zur Verfügung gibt. Und der Magistrat ist letztendlich dann das Verwaltungsgremium, das mit dem Bürgermeister zusammen dann eben die Entscheidung trifft, was zum alltäglichen Verwaltungshandeln gehört. Was wäre das zum Beispiel? Was ist so, sind so typische Verwaltungsaufgaben? Das ist zum Beispiel das Einstellen von Personal, also Erzieherinnen für Kindertagesstätten. Wer wird eingestellt? Wie viele Verwaltungsbereiche sind davon betroffen? Anschaffung von Material, Anschaffung von Aufträgen, wenn wir gesagt haben, okay, die Straße soll jetzt saniert werden, dann müssen ja die Aufträge an die Firmen gegeben werden und das entscheidet dann auch der Magistrat letztendlich. Und wie setzt er sich jetzt in der Regel zusammen? Der Magistrat... Also sind das alles Angestellte der Verwaltung? Oder Nee. Achso, der Magistrat, also es gibt einen Hauptamtlichen, das ist der Bürgermeister, der wird gewählt und kriegt dafür auch Geld. Alle anderen sind auch ehrenamtlich. Ja. Das hat was mit der Größe einer Gemeinde zu tun, einer Stadt zu tun. Die übrigen Magistratsmitglieder sind ehrenamtlich gewählt. Letztendlich wählt das Parlament aufgrund einer Liste und der Zusammensetzung der Mehrheiten der letzten Kommunalwahl dann auch die Menschen in den Magistrat rein. Wie viele Mitglieder hat der Magistrat hier in Kirchhain? Der Magistrat hier in Kirchhain hat, jetzt muss ich gerade mal rechnen, 4, 7, 8 und dann der Bürgermeister 9, genau. Ja. Okay. Da gibt es ja auch noch ein anderes Gremium, das nennt sich Ältestenrat. Kennt man ja auch, glaube ich, vom Bundestag genauso. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Ältestenrat ist auch ein nicht öffentliches Gremium, wie der Magistrat. Der Ältestenrat setzt sich zusammen aus den Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Stadtparlament und aus den Vertretern und Vertreterinnen für den Stadtverordnetenvorsteher. Der Ältestenrat wird vom Stadtverordnetenvorsteher geleitet und dient dazu, die Vorbereitungen für Ausschusssitzungen bzw. die Stadtverordnetensitzungen mit vorzubereiten. Mhm. Also da wird dann schon mal besprochen, es wird vorbesprochen, es kann sich noch ändern, zu welchem Tagesordnungspunkt wird eine Aussprache gewünscht, also wo wollen die Parteien zu sprechen. Ja. Da hat jeder Parlamentarier immer noch die Entscheidung, dann trotzdem in der Stadtverordnetenversammlung zu sagen, ich will aber trotzdem eine Aussprache. Aber es ist halt so eine Vorstrukturierung im nicht öffentlichen Rahmen oder wenn Veranstaltungen sind, Feierlichkeiten, eine Resolution zum Gedenken und Mordfall von dem RP Lübcke. Ja, das sind Sachen, das sind so Sachen, die bespricht man dann im Ältestenrat. Und der Stadtverordnetenvorsteher ist im Grunde sowas wie der Sitzungsleiter jeder Stadtverordnetenversammlung. Der Stadtverordnetenvorsteher ist kraft Gesetz der höchste Repräsentant einer Stadt, einer Gemeinde. Es ist nicht der Bürgermeister. Ach so. Okay. Ja, es wird gerne mal in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen, aber grundsätzlich ist der Stadtverordnetenvorsteher die höchste Funktion. Ja. Und er leitet die Stadtverordnetenversammlung, repräsentiert auch die Stadt und das Parlament. Und wie gesagt, der Ältestenrat ist dazu da, ihn zu beraten, zu unterstützen und zu begleiten an der Stelle. Ja. Was sind denn so deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, die Kirchhain in den kommenden Jahren zu stemmen hat? Wie würdest du das sehen? Ja, also Kirchhain hat ein finanzstrukturelles Problem. Die Aufgaben, die Kirchhain in der Daseinsvorsorge hat, also die Dinge, die zwingend eine Stadt braucht, die Stadtteile brauchen. Wir sind ja eine Kernstadt mit vielen Stadtteilen. Das heißt natürlich auch, man muss eine gewisse Gerechtigkeit herstellen zwischen der Kernstadt, zwischen den Stadtteilen.
Wir müssen die Kanalisation dann auch entsprechend für eine größere, für ein größeres Gebiet abdecken. Ja. Wir müssen den Bahnhof barrierefrei kriegen oder barrierearm. Barrierefrei werden wir nie kriegen. Wir müssen uns Gedanken darum machen, wie kriegt man das Schwimmbad saniert. Es muss weiterhin Kanalisation saniert werden. Die Straßen sind nach wie vor in weiten Teilen marode. Mhm. Die Kindergartenplätze müssen ausgeweitet werden. Das ist jetzt ganz akut. Jetzt werden aktuell ja bis zu 160 Wohnungen durch Investoren in Kirchhain gebaut. Das ist grundsätzlich erstmal eine positive Nachricht. Heißt aber auch für eine Stadt wie Kirchhain, dass die Infrastruktur folgen muss. Mhm. Das heißt, wir brauchen dann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit mehr Kindergartenplätze. Wir müssen uns über die dann kommenden Senioren auch noch Gedanken drum machen. Wir haben erhebliche Verkehrsprobleme in Kirchhain. Also wenn man zu Stoßzeiten versucht, durch Kirchhain zu kommen, das ist eine Qual für viele Kirchhainer. Also auch da wird sich an der Infrastruktur was verändern müssen. Ja. Leider ist man meinem Antrag, ein innerstädtisches Radwegenetz nachzukommen, bisher nicht gefolgt. Da sehe ich erheblichen Handlungsbedarf, damit man vernünftig den Individualverkehr auch durch Kirchhain bringt. Mhm. Ja, die Gewerbegebiete, die da sind, müssen dann auch so erschlossen werden, dass man sie nutzen kann. Die Problematiken mit der Fastfood-Kette und vernünftigen Zuwegen für Fußgänger, für Radfahrer müssen gelöst werden. Alles in allem gibt es nach wie vor viel zu tun, auch in Kirchhain. Ja, ja. Und von daher wird es die nächsten Jahre noch einiges an Entscheidungen zu geben. Ja. Eine Frage, die ich auch dem Rainer Nau damals gestellt hatte, würde ich dir auch ganz gerne stellen. Was wäre, wenn dir jemand, sagen wir mal, 5 Millionen Euro zur Verfügung stellen würde und würde sagen, so, du darfst das Geld verwenden für ein Kirchhainer Projekt. Wo würdest du das Geld reinstecken? Einmalig für ein Projekt 5 Millionen. Ja. Dafür, also ich kann es auch aufteilen. Du kannst es auch, sage ich mal, in 2-3 Stücke aufteilen, damit das jetzt nicht zu umfangreich wird. Mhm. Wofür würde ich es ausgeben? Ich würde es für Zukunftsinvestitionen ausgeben. Also Sanierung, barrierefreier Bahnhof, der Durchgang. Ist, glaube ich, wichtig, weil viele Kirchhainerinnen und Kirchhain pendeln nach Kirchhain ein und aus. Ja. Die müssen vernünftigen Zugang haben. Auch gerade für die älteren Menschen ist das wichtig. Dafür würde ich den einen Teil verwenden. Ich würde einen weiteren Teil verwenden, um in den Ortsteilen zu schauen, wie ist die Wegeverbindung. Also passt es, weil heutzutage sind viele Menschen unterwegs im Ehrenamt. Mhm. Ja, und da muss man gucken, dass man da das Ehrenamt gestärkt bekommt. Ja. Da machen viele schon einiges, sei es in der Feuerwehr, sei es in den Bürgerhäusern, sei es in den Vereinen. Da gibt es erhebliche Bedarfe. Da würde ich gerne so eine Million davon in diese ehrenamtlichen Strukturen stecken und den Ortsteilen die Entscheidung überlassen, was wollt ihr davon haben, was wollt ihr damit machen. Ja. Ja, der nächste Teil, der tatsächlich dann notwendig ist, wäre für mich der Bereich des Schwimmbades. Mhm. Das läuft mir, du hast ja mal einen schönen Schwimmbadplan aufgestellt. Ja. Das finde ich durchaus sympathischer, wie das, was im Moment geplant wird. Da muss man, glaube ich, sich auch ehrlicher machen als die Diskussion, die im Moment am Laufen ist. Mhm. Weil ein 50-Meter-Becken von der Länge her ist ja schön, aber ja, von der Breite her braucht man es nicht. Also es muss nicht jeder seine eigene 50-Meter-Bahn haben. Das sind auch dann keine Entscheidung, die zukunftsfähig ist. Ja, so viel Geld wird Kirchhain nicht haben, um so ein riesiges Schwimmbad zu betreiben. Es gibt ja heutzutage immer mehr den Wunsch, dass Leute quasi ein eigenes Schwimmbad im Garten haben, so ein kleines. Ja. Und das fehlt natürlich dann den öffentlichen Einrichtungen. Also da muss eine höhere Attraktivität rein, das muss man sanieren. Und ein bisschen Schuldenabbau würde ich dann auch noch machen. Und dann sind wir bei ungefähr 5 Millionen angekommen. Ja.
Ja, prima. Das geht natürlich nicht immer ohne die Hilfe der Bürgerinnen und Bürger. Das geht nur Kommunalpolitik. Mit den Bürgerinnen und Bürgern, ja. Was würdest du dir denn in Bezug darauf von den Bürgern wünschen für die Zukunft? Ja, gerade also in Sachen Kommunalpolitik. In Sachen Kommunalpolitik natürlich, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auch in der Politik engagieren. Hm. Ich glaube, dieser teilweise, wie gesagt, in den sozialen Medien gefrustete Parteien machen alles falsch, machen alles schlecht. Mhm. Politiker sowieso ist eine falsche Wahrnehmung an der Stelle. Und ich würde mir wünschen, dass sich da noch mehr einbringen, noch mehr engagieren, ihre Ideen auch mitnehmen in die Sitzung, dass sie sich anschauen, wie die Entscheidungsprozesse entstehen, auf welchen Grundlagen die entstehen, sich eine eigene Meinung bilden und nicht nur aus den Medien sich beeinflussen lassen. Und tatsächlich auch überlegen, was kann ich für meine Stadt, meine Gemeinde, meinen Ortsteil tun, ohne immer zu gucken, was muss denn der Politiker jetzt machen. Und dann würden wir eine gute Dynamik hinkriegen. Da hätte ich tatsächlich sogar direkt mal eine Frage, was das Einbringen angeht. Mir ist aufgefallen, wir haben ja ein Bürgerinfoportal, also auf kirchhain.de kann man unter Politik, kann man sehen, wann sind die Sitzungen. Ja. Kann sich dementsprechend auch, ich glaube, eine Woche vor oder so angucken, welche Tagesordnungspunkte gibt es bei den Sitzungen und so weiter. Hm. Was ich allerdings jetzt persönlich ein bisschen vermisst habe, das ist, es gibt ja auch Anträge, die ihr stellt als Partei, beziehungsweise es gibt große Anfragen, kleine Anfragen, über das Thema werden wir auch nochmal irgendwann bei einem anderen Gespräch sprechen, aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, das ist, ich fände es zum Beispiel schön, wenn diese Anfragen, dieses Hintergrundmaterial sich auch irgendwo wiederfinden würde in diesen Bürgerinformationsportalen. Ja. Hat das irgendeinen Grund, warum die jetzt da nicht drin stehen? Nö. Ich bin mir gar nicht, also im Bürgerinfoportal habe ich jetzt tatsächlich noch nicht nachgeguckt, ob es da drin steht. Das werde ich jetzt nach unserem Dreh gleich mal machen. Ja. Es sind öffentliche Unterlagen aus öffentlichen Sitzungen und da hat der Bürger, die Bürgerin auch den Anspruch drauf, dass die kriegen. Wie gesagt, die großen und kleinen Anfragen sind auch in dem Magistratsinfoportal nicht leicht zu finden. Da muss man auch wissen, wie es funktioniert. Okay. Aber das werde ich mir nochmal angucken. Ja. Gute Anregung. Oder auch grundsätzlich, was mir auch aufgefallen ist, das ist, man hat manchmal eine BIMA-Präsentation zu einem Antrag, da geht es um irgendein Baugebiet oder sowas. Und es ist dann vielleicht viel zu klein, um es als Präsentation von hinten als Zuschauer erkennen zu können. Und da Die Stadtverordneten, die haben ja immer noch mal die Unterlagen vor sich vorliegen. Ein Tablet, ja. Aber da wäre jetzt eben auch die Frage, ob man da nicht vielleicht auch diese Zusatzmaterialien irgendwie mit zu den Sitzungs... Gut, wir sind ein bisschen davon weggekommen, das in Papierform zu machen. Deswegen gibt es ja die Tablets, die wir als Stadtverordnete benutzen. Ja. Und damit die Bürgerinnen und Bürger natürlich überhaupt was sehen. Früher gab es das ja gar nicht, da hatten wir keinen, da hatten wir nur das Papier. Ja. Hat man das versucht, dann als Präsentation, PowerPoint, per Beamer auf die Leinwand zu bringen. Mhm. Das ist technisch sicherlich noch nicht ausgereift, weil das einfach tatsächlich zu weit weg ist, damit man die Unterlagen gut sehen kann. Ja. Da kann man noch einiges verbessern. Was die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger angeht. Ich bin froh, in den letzten Wochen und Monaten, eher Monaten schon festgestellt zu haben, dass der Zuspruch und die Sitzungsteilnahme von interessierten Bürgerinnen und Bürgern größer geworden ist. Mhm. Ja, also das ist, das freut mich wirklich, das zu erleben, weil das zeigt, dass doch die Menschen interessierter sind, wie man gemeinhin außen glaubt. Wobei, ich muss ja auch sagen, ich bin ja, was das angeht, interessenmäßig ein Spätzünder. Also ich habe auch erst mit meinem 40. Lebensjahr angefangen, überhaupt Sitzungen zu besuchen. Und das, obwohl ich keine 500 Meter Luftlinie vom Bürgerhaus entfernt wohne. Was mir allerdings in den letzten 2 Jahren aufgefallen ist, ich meine, wir haben insgesamt 16.000 Einwohner, sagen wir mal die Kernstadt, 7.500 um den Dreh. Und dann sieht man bei den Stadtverordnetenversammlungen, was ja eigentlich mit die größte Sitzung ist, sei jetzt mal
zwei, drei Handvoll Leute. Ja. Wenn man Glück hat, würde ich so aus meiner Einschätzung sagen, sind es 2 Dutzend Zuschauer, die da sitzen. Mhm. Was würdest du sagen, woran liegt das, dass nur so wenig Leute, also relativ gesehen, an diesen Sitzungen teilnehmen und sich vorab informieren wollen, was dann vielleicht später nur zum Bruchteil in der Zeitung steht? Also gut, zum einen natürlich sind das die Menschen, die politisch interessiert sind, die kommen vorbei, sind die Menschen, die ein spezielles Thema haben, was gerade dann in der Stadtverordnetenversammlung behandelt wird. Wir Parlamentarier in Anführungsstriche, wir müssen uns ja mit allen Themen beschäftigen. Mhm. Also ich sage jetzt mal von der Hundesteuer angefangen, Straßenausbau, das ist ein sehr breites Themenfeld, ein sehr rechtlich breites Themenfeld. Das ist für den Otto-Normalverbraucher schon relativ anstrengend. Teilweise auch nicht wirklich so spannend, da der Sache zu folgen. Mhm. Und es kostet halt Zeit. Das ist schon so ein Faktor. Ja. So eine Stadtverordnetenversammlung, die dauert schon mal 2-2,5 Stunden im Schnitt. Genau. Und wie gesagt, das findet ja alles nach Feierabend statt. In der Freizeit, in den Abendstunden, das muss man, so wie wir politisch Verantwortliche dann das auch unseren Familien erklären müssen, dass das eben Zeit kostet, müssen das die Besucher natürlich auch. Ja, die müssen dann sagen, gut, da gehe ich hin. Ja. Und wie gesagt, wenn das dann Themenfelder sind, wo sie jetzt wirklich einen Bezug zu haben, dann kann schon mal der Eindruck entstehen, dass da keiner hinkommt und das keinen interessiert. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, die Menschen haben uns ja gewählt, weil sie denen das Vertrauen aussprechen, dass wir in ihrem Sinne Entscheidungen treffen. Ja. Das wird auch so ein bisschen in den letzten Jahren zerredet, dass da Parlamentarier sitzen, die machen, was sie wollen. Ja, also wir werden ja immer quasi mit einem Vertrauensvorschuss gewählt und dann entscheidet der Bürger, der Wählerinnen und Wähler anschließend ja wieder, okay, der hat das so gut gemacht, den wähle ich wieder. Ja. Oder eben auch nicht. Und wenn dann Leute quasi von Legislaturperiode zu Legislaturperiode wieder gewählt werden, scheinen ja die Menschen zumindest im überwiegenden Teil damit zufrieden gewesen zu sein, wie die Person das gemacht hat. Und da gehören dann eben die Gespräche draußen auch wieder dazu, dass man denen erklärt, das war aus diesen Gründen. Die Rechtslagen sind oft sehr kompliziert. Da habe ich es jetzt ein bisschen leichter als Verwaltungsmensch, bestimmte Dinge zu verstehen und zu hinterfragen. Und das fällt natürlich dann dem Bürger, der damit nichts zu tun hat, in dem Maße dann auch deutlich schwerer. Trotz aller Medien, wo man das nachlesen kann. Was würdest du denn in Sachen Nachwuchs jemanden empfehlen, der zum Beispiel sagt, Mensch, ich möchte auch mal mitreden können? Was sollte der tun, deiner Meinung nach, außer in die CDU einzutreten? Das wäre natürlich der Idealfall, aber ich würde ihm empfehlen, letztendlich das zu machen, was ich auch gemacht habe, nämlich sich anschauen, welche Parteien gibt es denn in der Gemeinde, wo er wohnt, hier in Kirchhain, sich die Fraktionssitzungen mal, die Parteiveranstaltungen mal besuchen, versuchen die Menschen kennenzulernen, die verantwortlich in dem Parlament für die Partei drin sitzen und dann immer mal Anregungen geben, Ideen geben, zu hinterfragen, warum kann man das nicht so machen, wieso kann man das nicht anders machen. Und wenn man die Geduld hat, tatsächlich den kommunalen Entscheidungsprozess, und das ist, wie gesagt, alles nicht so ganz einfach, ja, wie man manchmal denkt, weil wir leben nun mal in der Demokratie, Gott sei Dank, und nicht in der Diktatur, da entscheidet halt einer. Hier entscheiden viele und müssen sich um den besseren Weg. Ich muss kurz den Cut machen. Ich rede zu lange, merke ich gerade, die Kamera hält nicht aus. Und wir leben in der Demokratie und nicht in der Diktatur, Gott sei Dank. Also bei uns entscheiden mehrere und versuchen einen guten Weg herbeizuführen. Mhm. Und das sind eben Prozesse, die dauern einen Ticken länger. Aber umso schöner ist es dann, wenn es auch geklappt hat und man mit seinen Ideen durchgekommen ist und die Bürger dann auch am Ende des Tages sagen, jawohl, der kümmert sich, der hat sich engagiert, der setzt sich für uns ein. Ja,
Jetzt muss man ja nicht gleich Fraktionsvorsitzender werden. Muss man auf keinen Fall, nein. Aber um das mal so ein bisschen zu vergleichen, der Rainer Nau hatte beispielsweise gesagt, naja, als Fraktionsvorsitzender muss man so locker 10 Stunden die Woche einkalkulieren. Ist das bei dir ähnlich? Na, meine Fraktion ist ein bisschen größer, von daher dauert es etwas länger. Ja. Ich muss ja mit mehreren Menschen sprechen. Mhm. Und von daher, ja, 10 Stunden reicht da meiner Ansicht nach nicht. Ja. Ja. Was würdest du sagen, wenn man jetzt, sag ich mal, ganz normaler Stadtverordneter wird, was muss man da so an Zeit einschätzen, wenn man sagt, ich möchte mich da ehrenamtlich engagieren? Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Also man kann jetzt in meiner Fraktion, kann man sich so Themenschwerpunkte setzen. Mhm. Ja, wir sind jetzt ein paar mehr, da kann man dann auch sagen, okay, ich habe jetzt eher den Teil Kita als spannendes Feld für mich entdeckt oder den Teil Straßen oder ich will mich engagieren in dem und dem Bereich. Ältere Senioren etc. Mhm. So, und dann ist es, wenn ich jetzt nur die reine Zeit Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, wo man dann auch mitmachen kann, an der Aber Stelle. Aber ich muss? Nee, man muss das nicht. Ja, nee, nee. Okay. Das ist, das wird auch festgelegt innerhalb der Fraktion, wer geht in welchen Ausschuss und wer ist da aktiv. In die Stadtverordnetenversammlung sollte man natürlich kommen, das ist ja der Auftrag des Wählers. Dafür hat man sich aufstellen lassen. Und dann gibt es noch Fraktionssitzungen und einzelne Aktionen. Also von daher sage ich mal, wenn man sich nur um ein bestimmtes Themenfeld kümmern möchte und so die Basisarbeit quasi leisten, dann sage ich, ist der Arbeitsaufwand in der Woche mit 2-3 Stunden zu machen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das, was jedes Hobby, jedes Engagement im Ehrenamt, egal jetzt in welchem Bereich, der übliche Aufwand. Mhm. Wie würdest du denn jetzt im Nachhinein beurteilen, weil man erfährt ja nicht so viel aus den Stadtverordnetenversammlungen im Allgemeinen. Also es sind 2 Stunden Versammlung, ab und zu gibt es dann ein paar Berichte, die in der Zeitung stehen. Wie beurteilst du denn diese Berichterstattung im Allgemeinen? Ist das umfänglich oder würdest du dir da mehr wünschen? Nein, also umfänglich ist es nicht. Es ist ja immer auch nur die Wahrnehmung des Journalisten, des Bloggers, wie er das Thema kennt. Also oder wie er die Diskussion wahrgenommen hat. Diejenigen, die dann in den Ausschusssitzungen noch dabei sind, die haben ja nochmal einen anderen Diskussionsverlauf miterlebt. Mhm. Und diejenigen, die dann die Diskussionen in den Fraktionen, in den Gesprächen mit den Menschen erleben, nehmen auch nochmal einen anderen Weg wahr. Ja. Mhm. Und von daher ist es immer nur eine Essenz von dem, was letztendlich diskutiert wurde. Und wenn es gut läuft, stimmt zumindest das Abstimmungsverhalten, das stattgefunden hat, wird dann in der Zeitung wiedergegeben oder in den anderen Medien. Aber es ist einfach nur ein Ausschnitt. Es ist eine oberflächliche Information über die wesentlichen Ergebnisse. Eine Sache, die mir ja persönlich am Herzen liegt, das ist ja, da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, das ist ja zum Beispiel die Aufzeichnung oder dann vielleicht auch später das Livestream, wenn Technik da ist von solchen Sitzungen. Was hältst du denn oder was hält deine Partei grundsätzlich davon oder deine Fraktion besser gesagt? Also wir haben in der Fraktion ja darüber gesprochen, über den Antrag damals und haben klar gesagt, wenn die Rahmenbedingungen definiert sind, also das heißt, wer macht die Technik, was wird gezeigt, wie wird es eingestellt ins Netz, dann sind wir dafür. So, diesen Prüfauftrag hat der Magistrat, hat der Bürgermeister bekommen. Eine wirkliche Antwort haben wir bisher nicht bekommen darüber. Also das wird wieder ein Thema werden. Mhm. Ja, und das ist das, was ich im Moment so ein bisschen beklage. Man muss immer mit kleinen und großen Anfragen dann nachhaken, wie ist denn jetzt eigentlich der Stand? Mhm. Ja, und das ist der negative Teil, wo ich sage, das hat mit Zusammenarbeit wenig zu tun.
Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, warum ihr dafür seid, weil es gibt ja da durchaus berechtigte Gegenargumente von Leuten, die sagen, naja, wir sind ja keine Profipolitiker wie diejenigen, die im Landtag sitzen oder im Bundestag sitzen. Wir sind ja nur Ehrenamtler und dadurch wird es dann vielleicht noch schwerer, Leute zu gewinnen, die so ein Ehrenamt übernehmen, wenn man das dann zusätzlich filmt. Hm. Das ist jetzt die Gegenposition. Welche Proposition würdest du denn aufstellen? Was spricht also, denn dafür? Ich glaube tatsächlich, dass es ein Instrument ist, was in die heutige Zeit passt. Aber die Technik muss stimmen. Ja? Die Voraussetzungen müssen stimmen, damit eben auch klar rüberkommt, wer spricht denn da. Damit man klar sieht, auch in so Parlamenten gibt es immer Hintergrundgeräusche. Mhm. Ja? Ja, da gibt es Zwischenrufe, da gibt es Reaktionen drauf. Und das muss auch mit rüberkommen. Ja. Ja, also es ist nicht nur einfach, wir stellen eine Kamera auf, richten die auf den Redner oder die Rednerin und damit ist das Thema erledigt. Ja, das Stadtverordneten-Sitzungen sind vielfältiger. Ja. Ja, und das muss technisch sauber dargestellt werden. Ja, und es muss auch in der ganzen Breite dargestellt werden und nicht angefangen werden, ich mache jetzt einen Schnipsel daraus, also eine kurze Sequenz und stelle die dann eben ins Netz, weil da gibt es auch reichlich Missbrauch und es muss eben dann klar sein, wer kümmert sich da um was und wie wird es dargestellt. Ja. Aber was würdest du dann demjenigen sagen, also im Stadtverordneten oder der Stadtverordneten, dann sagen die, ich habe aber keine Lust, dass ich aus Versehen irgendwie beim Nasebohren erwischt werde mit der Kamera. Also gut, es gibt immer so Situationen, wo es peinliche Momente gibt. Das gehört auch zum Leben dazu. Also eben beim Ortsteilquiz war es ja auch so. Dann weiß man halt gerade mal nicht, wo der Ort liegt. Davon geht die Welt nicht unter. Das stimmt, ja. Und ich sag mal, alle zwischenmenschlichen Unwägbarkeiten, da ist jeder schon mal in irgendein Fettnäpfchen getreten. Ja. Ich glaube, das ist nicht so dramatisch, wie immer getan wird. Ja, vielen Dank erstmal soweit. Gerne. Wenn du möchtest, gebe ich dir auch gerne nochmal die Möglichkeit für einen kleinen Schlussappell an die Kirchhainerinnen und Kirchhainer. Was würdest du denen da draußen sagen, was sollen sie machen, damit sich was würdest du dir von ihnen wünschen, damit sich so ein bisschen unser gemeinschaftliches Zusammenleben verbessert? Ne, das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Mir ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sich einbringen, dass sie ihre Anregungen, ihre Ideen, ihre auch Kritik, im wohlverstandenen Interesse Kritik, also nicht nur meckern um des Meckerns willen, sondern tatsächlich auch sagen, ich hätte mir gewünscht, dass es so und so läuft. Ja. Diese positive Kritik, dieses positive Einbringen, das empfinde ich als bereichernd. Ja. Und wenn wir Ehrenamtliche, und das ist nicht nur die Politik, das sind auch die Vereine, die Vorstände etc., wenn die den Respekt auch bekommen, okay, die bringen sich ein, die wollen was verändern und die sich Einbringenden den Bürgern gegenüber den Respekt aufbringen, zu sagen, ja, ich akzeptiere die Meinung, ich habe zwar einen anderen Ansatz oder noch zwei, drei andere Gründe, um so zu entscheiden, wie ich entschieden habe. Wenn das in einem ehrlichen, fairen Prozess stattfindet, dann geht es unserer Demokratie gut, weil Demokratie lebt auch vom positiven Streiten. Ja. Und dazu bin ich gerne bereit. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger da mitmachen, bin ich sehr froh. Ja. Oder wie der Rainer Nau damals gesagt hat, man kann sich streiten, man kann aber auch hinterher gern ein Bierchen trinken gehen. Absolut. Wieder. Also es muss nicht unbedingt ein Bier sein, aber es ist auch nicht verkehrt. Man muss sich immer streiten dürfen. Ja? Und das muss aber immer auf einem Niveau stattfinden, oberhalb der Gürtellinie. Ja? Und von daher, positive Kritik ist immer wichtig. Ja, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich habe zu danken, es war sehr schön. Wir sind damit auch am Ende mit dieser Folge. Hat mich gefreut auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Und natürlich wie immer und überall auf YouTube gilt, wenn es euch gefallen hat, dann gebt diesem Video doch natürlich einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann gerne einen Daumen nach unten. Oder was heißt gerne? Naja, nicht so gerne. Aber schön wäre es natürlich, wenn ihr auch mal dazu schreibt, warum euch dann das Video nicht gefallen hat. Weil
Ich kann natürlich sehr selten sagen, warum ihr einen Daumen nach unten vergebt. Lag es an der Technik, lag es am Ton, lag es am Bild oder lag es an der Aussage von demjenigen, den ich interviewt habe. Selbstverständlich, ja. Also ist es schön, wenn man dazu natürlich auch noch ein bisschen Klarheit bekommt. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank. Dankeschön. Und wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich dann wieder in Kirchheim. Bis dahin. Tschüss.